Nicht einfach nur so machen. Ich habe ja alles Mögliche jetzt verschenkt. Ja, ich bin rausgekommen, aber ich habe nicht richtig gearbeitet. Ich sollte ihn beladen. Ich will immer mit Körpermasse arbeiten. Beispiel. Wie ist es? Ja, jetzt stelle ich mir diese Bewegung hier so vor. Kann ich ja ein bisschen schnell machen. Aber wenn ich die doll machen will, dann will ich irgendwas mit meinem Körper machen. Dann sieht man Leute ja nicht vom Sandsack so, sondern irgendwas mache ich da. Ich bringe da meine Hüfte ein oder so. So wie ein Karate oder irgendwas. Jetzt aber blöderweise, meine Hüfte ist gar nicht vorbereitet. Die ist nicht vorgespannt. Die kann gar nichts machen. Die steht jetzt schon die ganze Zeit rum. Das heißt, wenn ich den anders aufnehme, oh, jetzt habe ich hier eine Spannung, weil ich hocke ja. Boom, dann komme ich aus der Spannung wieder raus. Jetzt will ich ihn hier schlagen zum Beispiel. Weil meine Hand ist ja da. Tut es weh? Aber wenn ich gehe mit meinem ganzen Körper, jetzt ist der da hinten. Weil Sascha liebt einiges. Der wird mich hinterher reißen. Boah, setz mich wieder hin. Dann habe ich eine bessere Balance, weil ich weiter unten bin. Wieder habe ich die Spannung. Boah, wenn ich wieder hoch, kann ich ihn treten. Nochmal. Das heißt, irgendwas passiert. Boah, ich habe mich hingesetzt. Bam, mache ich das nächste. Bam. Und so, der Körper arbeitet die ganze Zeit. Hopp. Bam. Vorsicht. Hinsetzen, durch mich. Gleich nehme ich dieses Aktionspotenzial sozusagen, arbeite weiter. Abwehren. Mein Körper ist jetzt hier rüber. Ich habe die Beine gebeugt. Ich kann, richte mich wieder zurück, trete diese Drehung. Bam. Und kann damit arbeiten. Von hier, jetzt drücke ich hier nicht mit meiner Hand, die ist viel zu schwach. Komplett kann ich mich hinsetzen, zum Beispiel in dieser Position. Ja, dann bin ich wieder hier. Bam. Jetzt nicht weiter. Immer den Körper bewegen. Nochmal.